angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Am kommenden Donnerstag feiern wir das Fest der Immaculata, der Gottesmutter, im Advent. So herrlich ein verlängertes Wochenende. Ich habe auch schon meinen Urlaub gebucht, weil man muss die Tage ja nützen, wo man sozusagen flüchten kann, weil man eben das Leben nicht mehr aushält. Und es könnte ja wieder anders kommen alles, und dann habe ich wenigstens das gelebt. Aber das kann ja dann manchmal auch ins Auge gehen, sozusagen. Wenn man dann am Ende des Lebens dasteht und so sagen muss, hätte ich doch bloß mehr getan. Und das denke ich mir so oft, vor allem wenn so Große sterben. Das wisst ihr ja alle, gestern sterben alle. Es lebt keiner irgendwie so still und verborgen irgendwo so. Gell? Der kann sich, das, einmal habe ich gelesen, da hat sich ein reicher Amerikaner hat sich einfrieren lassen, sozusagen, damit, wenn es sozusagen die Verjüngungskur gibt, die wirklich was bringt, dass er sich dann wieder auftauen lässt und dann sozusagen frisch und knackig ist, wie so ein Blattsalat. Aber leider hat das nicht funktioniert und das funktioniert auch nicht. Und das denke ich mir jedes Mal, wenn ein Großer dieser Welt stirbt. Und der steht denn so vor Gott, was hat der denn? Und der wird dann sich so denken, hätte ich bloß mehr getan. Hätte ich bloß mehr getan. Und das ist echt, eigentlich berührt mich das, erschrickt mich das. Ermutigt mich das? Und so gehen wir jetzt hin auf das Fest der Immaculata am kommenden Donnerstag, dem 8. Dezember. Und ihr dürft euch nicht wundern, wenn sozusagen die eine oder andere Tasse aus dem Regal herausfällt oder irgendwie sonst dumme Sachen irgendwie passieren, weil es ist wirklich so ein ganz ein großes Fest. Und, das muss man dann einfach auch so dazu sagen, und so hat es auch Anna-Katharina Emmerich beschrieben in ihren Visionen, wo sie das gesehen hat, als Gott die Immaculata erschaffen hat, wie Satan keine Freude gehabt hat. Er hatte so eine Wut. Und in dem Moment, wo das passiert ist, diese Berufung der Immaculata, da hat es, so schreibt Anna-Katharina Emmerich, die Heilige aus dem Münsterland, da hat es nach Schwefel gestunken und einen mordsmäßigen Knaller getan. Also, wenn denn die eine oder andere Tasse aus dem Regal herausfällt, also ganz versehentlich, dann wundert euch nicht. Satan will uns die Freude nehmen. Er will uns die Freude nehmen an Gott. Oder so wie es heute im Tagesgebet heißt, hilf, dass wir uns würdig auf Weihnachten vorbereiten. Er will, dass wir dann in Aktionismus und in Aktionen und in Beschäftigungen und allem Möglichen dann noch so verstricken und verfangen, dass wir ja keinen Gedanken an Gott verwenden. Und das ist genau das, was die Gottesmutter ja, dass sie genau wieder dieses Gegenteil, sie hatte keinen Gedanken an die Welt verschwendet. Sie war genau andersherum. Und so hat Gott uns Menschen geschaffen, dass wir nur auf Gott unsere Gedanken verschwenden. Ja, wirklich verschwenden. Und nicht auf eben, was ist denn das hier für ein Tier? Da ist der Apfel, jetzt esse ich den. Ich glaube, das ist das Evangelium, die Lesung dann auch am 8. Dezember. Ja, diese Versuchung und dann diesen Neubeginn Gottes mit Maria, der neuen Eva. Also, Tipp von hier aus, seien wir alle ganz wachsam. Wundern wir uns nicht? Und wenn wir sozusagen in das Fettnäpfchen hineingetappt sind, dann können wir das alles rückwirkend Gott wieder schenken und aufopfern. Es geht alles rückwirkend auch. Bloß wir sind denn oft so enttäuscht über uns selber und entmutigt und verrückt sozusagen. Nein, rückwirkend kannst du alles Gott wieder schenken. Jesus, ich möchte dir das jetzt schenken. Ich schenke dir das jetzt. Und zwar mit der größten Liebe, die ich habe. So wollen wir das machen. Denkt daran, seid wachsam und wundert euch nicht. Denkt, gut,
jetzt habe ich es verstanden. Der Pfarrer hat es gesagt, wenn die erste Tasse herausfällt. Oder wenn ein Glas am Mittagessen umfliegt, mit Wasser drin oder mit einem Getränk drin oder so. Wenn was passiert, wo man dann gleich wieder sich ärgert und aufregt. Und Piano, ruhig sein, dran denken, der Pfarrer hat gesagt. Der Pfarrer hat gesagt, und dann ist alles gut. Dann wird alles gut. Und dazu geben wir Gott jetzt, bitten wir Gott jetzt um seinen Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altars hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.